Machen wir gleich anscheinend mit dem dritten DLC weiter. Das ist ja auch erst vor kurzem rausgekommen. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Und es geht auch direkt weiter. Vielleicht verstehen wir dann ja auch mal, warum Six so geworden ist. War sie im Nachhinein die Geisha oder was ist mit ihr überhaupt passiert? Die war ja nachher irgendwie besessen oder so. Eventuell erfahren wir das ja jetzt. Ja, ihr lauft wieder weg. Jedes Mal das Gleiche. Ist das schon das Haus der Geisha? Müsste ja eigentlich. Oh nein, hoffentlich kommen da nicht wieder diese verfressenen Leute daher, die schon so viel auf dem Teller liegen hatten und uns ja trotzdem fressen wollten. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nein. Okay, wir sind definitiv bei der Geisha im Haus. Definitiv. Ich guck lieber noch mal hier vorne. Das ist so blöde, man ist echt blind. Oh. Er schüttelt echt immer seinen Kopf, als wenn er da einen wegkriegt. Wir wollen ja hier kein Eigentum anderer kaputt machen. Ich kann jetzt auch noch nicht mal sagen, dass die Geisha böse ist. Nein, also. Dann wird's doch erstmal die Tür ganz rechts. Und ich denke mal, da das ja zur gleichen Zeit stattfindet, dürften wir sie ja eigentlich gar nicht treffen. Es sei. Ich habe nichts gesagt. Oh nein, da ist ein Schlüssel. Wieso? Vielleicht ist sie ja gleich gar nicht mehr da. Dann komme ich einfach so an den Schlüssel. Sieht aber. Es sieht aber anders aus. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Was ist das? Soll vielleicht eine kleine Geisha darstellen. Ja.
Ja, hier war doch irgendwo das kleine Hütchen. Oder auch nicht. Das ist ein hässlicher Globus oder was auch immer. Oder wie war das nochmal? So ein Bartisch, oder? Dass man darunter dann seine Getränke hatte. Ich suche eigentlich nur so lange nach den Zipfelmützen, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt nochmal deren Hilfe brauche. Aber ich darf nicht vergessen, dass das ja jetzt das neue Kapitel ist und es da auch wieder anders ablaufen wird. Hallo Frau Geisha. Ich bin ganz lieb. Werden wir erneut auf Six treffen? Müssen wir hier doch wieder Geishas? Was habe ich getan? Oh. Ja. Ich komme nicht raus. Hallo? Was ist denn das? Ich dachte, ich muss sie so kaputt machen, wie im ersten Teil. Und dann war das einfach eine fiese Falle. Ne, die Dinger packe ich jetzt nicht mehr an. Das hat sich erledigt. Kann's knicken. Nee, die können doch so schön aussehen. Nicht mit mir. Lass mich raten, ich muss die Leiter vorher verschieben. Na? Gibt's da noch irgendwas zu entdecken? Außergemeine Geisha-Figuren. Was? Warum macht ein Buch so ein komisches Geräusch? Muss ich das schieben? Ups. Brauchen wir die Bücher? Da ist ja das Auge drauf. Weil das ist das Einzige, was hier oben interessant wäre, oder?
Ich glaube, die hören sich nur rein zufällig so an. Da halte ich mich jetzt nicht mehr mit auf. Nein. Mit so belanglosen Kleinigkeiten kann man mich nicht begeistern. Nein, Scherz. Ich will die Geisha sehen. Oder eher gesagt, ich will Six treffen. Wir haben hier wieder so viele Schalter zur Verfügung. Kann man da drauf drücken? Oh ja. Warte mal. Was passiert jetzt, wenn ich mich hier hinstelle? Nee, dann müssen wir wahrscheinlich eher das nochmal verschieben. Hä? Wieso senden die alle wieder auf? So, der muss dahin. Gut, dann sind die jetzt fest und ich kann nur noch den... Nein! Kann ich das wieder rückgängig machen? Ah, ich kann ihn auch in der Mitte lassen. Ich kann zaubern. Ja. Statuen werde ich nicht mehr anfassen. Nee, nee. Ih, die Hände sahen so echt aus. Sind das alle Verwandte oder wieso hängen die hier? Gruselkabinett. Ach so. Das ist abstrakte Kunst. Okay.
Was muss ich denn eigentlich? Dann beleuchten wir mal alle an dieser Hauptwand, weil ich glaube... Mann! Was ein schönes Familienfoto, das abgeben könnte. Ihr habt alle so ein wunderschönes Lächeln auf den Lippen. Kann ich nicht einfach hier... Nein, kann ich nicht einfach. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Bei jedem fünften Bild. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf? So, das ist der. Das ist ein Junge, das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist ein Baby, das ist ein... Haben wir hier noch was? Kann ich die runterschmeißen? Nö. Aber die kann ich bestimmt runterschmeißen. Ich wette, jetzt gehen wieder alle aus. Sag ich doch. Also nehmen wir jetzt erstmal alle von... Von welcher Familie eigentlich? Liegt es vielleicht an dem Bilderrahmen? Mal gucken. Ist der auch rot? Nein. Ist der rot? Nein. Oder der wirkt unterm Licht nur so. Wir sehen alle... Oh, ist doch... Das ist doch wirklich... Schwierig. Vielleicht alle Männer... Ich glaube, ich muss gerade mal eine Rätselpause machen. Ich würde sagen, ich mache irgendwann die Tage weiter. Es waren jetzt irgendwie zu viele Rätsel und solche Sachen auf einmal. Ich kann nicht mehr nachdenken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn vielleicht das ein oder andere sich ein bisschen hingezögert hat. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr auch weiterhin zuschauen würdet. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich habe es mir doch anders überlegt. Wir sind im letzten Kapitel, ich kann es nicht auf mir ruhen lassen. Ich will es unbedingt schaffen. Wie blöde wäre das, wenn man da mit dem letzten Kapitel auf sich warten lässt. Nee, nee. Wir gehen einfach erstmal zurück und schauen, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Was ist das? Sollen wir uns trauen? Okay.
Ein schwebendes Etwas? Aber bei der Geisha dürfen wir uns nicht wundern. Die ist ja sowieso nicht ganz normal. Gespeichert. Guck mal, wer hängt denn da an der Wand? Die scheint mir kaputt zu sein. Die anderen haben da noch so einen Kopf. Und ich glaube, da ist was abgebrochen. Also irgendwas ist hier im Boden. Das sieht mir irgendwie nach einem Dreieck aus. Das nach einem Kreis. Und das könnte vielleicht ein Quadrat sein. Sagt mir bitte nicht, ich muss die doch anpacken und sammeln, diese Geisha-Figuren. Nein, ich will nicht. Moment mal, wo hatten wir die denn? War die hier? Nee. Aber mit den Büchern hat es auch irgendwas auf sich. Es sieht fast aus wie das Assassin's Creed-Zeichen da bei den Büchern. Und ich glaube... Sollen wir die da reinpacken? Nee, Moment mal. Das könnte eher sein. Jo. Jetzt sollen wir auch noch für die Alte hier aufräumen. Ich glaub's nicht. Warte mal, haben wir hier noch irgendwelche fehlenden Taschenlampe? Da ist noch was Rundes. Vielleicht das? Was bist du für eins? Das ist auch rund. Fehlte da noch eins? Nee, da habe ich das Falsche reingepackt. Das steht, glaube ich, vor. So, du passt. Oh oh. Also solche Spuren auf dem Boden, die verheißen nichts Gutes. Und da haben wir schon eine Geisha. Haben wir noch irgendwas anderes? Nee. Ich hoffe... Wir müssen die wirklich mitnehmen und die Decke wird jetzt nicht runterkommen. Gut. Und ich könnte sogar recht haben. Die hat, meine ich, einen quadratischen Boden. Dann können wir es doch direkt mal austesten. Und dann heißt das, dass ich wieder in den Raum gleich muss, wo die Decke runterkommt. Da will ich immer noch nicht hin. Ich glaube, da gehe ich ganz zum Schluss erst rein. Hä, wo bin ich? Ach, da. So, ich meine, das war hier. Jo. Und das... Nein! So siehst du nicht aus. Aber der hat dich schon automatisch dahingestellt. Das ist gruselig. Okay.
Scheint aber erstmal so zu müssen, glaube ich. Oder sollen wir es... Warte mal, dahin. Muss da irgendwas passieren? Nö, wenn bei allen jetzt nichts passiert, dann würde ich das Ding erstmal hier drauf packen. Oh. Ja, das geht wirklich nur auf diesen drei Fliesen. Jo, dann lasse ich die da doch erstmal stehen. Komm, lass uns den Aufzug benutzen. Yay! Braucht man nicht so lange zum Klettern. Was ein Luxus. So. Nee, die sind zu groß. Die auch? Die auch. Ach, warte mal, da sind die Bilder dazwischen, die im nächsten Raum hängen. So, der und der mit der langen Nase. Da ist der komische mit dem Zweifachkinn. Der mit den dicken Augen, der mit dem breiten Grinsen. Vielleicht hilft uns das ja. So. Wer war dabei? Der mit dem breiten Grinsen. Ich meine, der ja. Na. Der mit der Nase definitiv. Und der mit dem Zweifachkinn. Das war der mit den dicken Augen. Die war nicht dabei. Da bin ich mir gerade unsicher. Und der rechts auf jeden Fall. Hä? Der war dabei. Und vielleicht doch der? Der, der und der. Oh. Ja, dann haben wir uns gerade wohl mit dem ersten vertan.